Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Violett. In der letzten Runde haben wir der Korruption in dieser Stadt ein Ende bereitet. Hoffen wir mal, dass es nicht noch mehr Korruption gibt. Das fände ich nämlich jetzt gar nicht so super. Ja, hier sind diese grünen Kerle jetzt weg und auch hier sind die grünen Kerle weg. Dafür sind ja jetzt violette Kerle. Wir sollten uns beeilen. Ren und die anderen Rüpel werden längst in Sylvania sein. Ich habe da eine viel bessere Idee. Lass hören. Auf Route 2 soll der Archäologe Professor Tannis sein Labor haben. Denkst du nicht auch, dass er uns etwas über den Stein wissen könnte? Ja, das klingt einleuchtend drin. Rin wird uns reichlich entlohnen, wenn wir ihr die Informationen besorgen, die sie sucht. Dann ist das beschlossen. Wir werden den Professor zusetzen und dann... Der Junge da hat uns belauscht. Ja, genau. Du da, du Knirps. Weißt du überhaupt, wer wir sind? Mitglieder des Team Violett, natürlich. Unsere Organisation wird schon bald die Herrschaft über diese Region erlangt haben. Und da können wir Rotzlöffel wie dich nicht gebrauchen. Du solltest ihn erledigen, ehe er jemandem von unserem Vorhaben erzählen kann. Das werde ich tun. Keine Sorge. Jetzt wirst du erleben, was es heißt, sich mit Team Violett anzulegen. Fürchte uns, spüre das Ausmaß unserer Stärke. Eine Herausforderung von Team Violett Rüpel. Ha. Zubat wird von Team Violett Rüpel in den Kampf geschickt. Los, Bisasam, du bist dran. Egelsamen, Bisasam. Ich weiß, dass die Egelsamen jetzt nicht großartig eine Wirkung haben, aber es ist besser als nichts. Los, Bisasam, Tackle-Attacke. Ja, Tackle bringt nicht so viel, aber wenigstens bringt sein Erstaunen, Erstauner oder so? Keine Ahnung. Eben, aber sein Erstauner bringt ja zum Glück auch nicht so viel. Jawohl, Zubat ist besiegt. Und wir müssen auf Level 9 aufsteigen, genau. Oh. Ein Bengel hat mich geschlagen, wie erniedrigend. Jetzt gewinnt 361 Pokédollar. Wie konnte ich gegen einen Grünschnabel wie dich verlieren? Aber das ist ja auch nebensächlich. Ich habe einen Plan auszuführen. Du hast nicht das letzte Mal von uns gehört, das schwöre ich dir. Und ich habe keine Zeit, mich mit Gören zu befassen. Adieu. Was ist das? Keine schlechte Vorstellung, Junge. Du scheinst zwar noch nicht lange ein Renner zu sein, doch kannst du einen Pokémon mit Eleganz führen. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Larissa, meines Zeichens Künstlerin. Diese Plage namens Team Violett treibt schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen in der Region. Doch scheinen sie in den letzten Wochen aggressiver geworden zu sein. Da du nun ohnehin zu ihren Feinden zählst, könntest du sicherlich helfen, diese niederträchtigen Kreaturen in ihre Schranken zu weisen. Huh, du zögerst. Fehlt es dir an Mut? Habe ich mich in dir geirrt? Den bösen Machenschaften von Team Violett muss ich den Einhalt gebieten. Du kannst auf mich zählen. Lara, ehrenhaft und nobel gesprochen, Junge. Die Welt braucht mehr von euch ehrgeizigen Rittern. Wohin sind Tugend und Eleganz verschwunden? Ich werde sie zurückbringen, das versichere ich dir. Wir werden uns wiedersehen. Ich kann es in deinen Augen lesen. Okay, was war denn das jetzt für eine? Hier scheinen ein Haufen Trainer zu sein.
Heuer! Ich habe viele Jahre über meiner Kampftechnik verweitert. Wenn du mir eine Herzschuppe bringst, zeige ich auch dein Pokémon, wie man kämpft. Ja, das wäre sicherlich toll. Und Omchen, was willst du? Mit der versteckten Maschine zertrümmern kann man diese Felsen schmettern. Jedoch muss der Trainer auch die nötigen Qualifikationen besitzen, meine ich. Ja, gut. Der Wassertunnel verbindet Meriana City mit Cascada, der Stadt des Wassers. Von dort aus erhält auch dieser Ort hier seine Versorgung mit frischem Wasser. Ja. Eingang zum Wassertunnel, Lord Cascada, okay. Der Wassertunnel ist eingestürzt, der Arenaleiter Manus arbeitet derzeit an seiner Reparatur, bitte gedulde dich. Okay, ich denke mal, da muss ich den anderen Weg gehen, also hier hinten nach unten. Beziehungsweise auch geradeaus. Versteckte Maschinen ermöglichen oft den Ort zu sonst unzugänglichen Arealen. Manchmal findet man dort auch tolle Items. Ja, gut. Also ich muss sagen, diese Welt ist wirklich sehr schön gemacht. Dieser Tunnel soll nach Route 2 führen, aber ich fürchte mich vor Höhlen. Oh, arme Kleine. Ah, seht ihr das hier? Da oben liegt ein Pokéball. Und davor liegt ein Stein. Dieser Stein ist meiner Meinung nach unnötig, weil man braucht nicht nur ein VM, sondern gleich zwei. Erstmal Zertrümmerer, um den Stein hier zu zertrümmern. Und zweitens Kraxler, um mit deinem Pokémon da hochzukommen. Das finde ich nicht so schlecht. Ich habe Kraxler in den letzten paar Spielen vermisst. Und ein Trainer. Zeit für einen Kampf. Eine Herausforderung von Teenager Peter. Er hat zwei Pokémon, Fritz und er fängt an mit Fritzl. Los, Bisasam. Wir fangen an mit Tackle. Super. Ich fange mit Bisasam gleich an und kassiere gleich mal durch die Statik von Fritzelblitz eine Paralyse. Jawohl, super. Fritzelblitz wurde besiegt. Bisasam erhält 133 Erfahrungspunkte und erreicht Level 10. Und lernt Rankenhieb. Super. So, ich würde sagen, da wir ja momentan so gut mit unserem Bisasam kämpfen können, machen wir gleich weiter. Los, Bisasam, Rankenhieb gegen das Sandan. Und das ist paralysiert, okay. Probieren wir es nochmal. Rankenhieb, Bisasam. Das ist sehr effektiv. Und dann nochmal Rankenhieb. Bitte funktioniere, jawohl. Wobei, ich gehe gerade nochmal in die Stadt zurück und hole mir dort einen Paraheiler oder zwei. Du bist der verdiente Sieger. Jens gewinnt 132 Pokédollar. Ja, gut, danke. Ich gehe jetzt gerade mal kurz in die Stadt und hole mir da noch ein paar Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel Paraheiler, Gegengift und Aufwecker und so. Also ich würde sagen, ich hole mir von jedem eins oder zwei, wenn das Geld reicht. Und natürlich können wir auch unsere Turbo-Drähter benutzen. Ich würde gerne ein Gegengift kaufen. Erstmal, ich kaufe erstmal eins von jedem, damit ich überhaupt was habe, ne? Paraheiler brauche ich auf jeden Fall. So wie es aussieht, kann ich mir nicht mal alle kaufen, die ich gerne hätte. Weil mir dann das Geld fehlt. Aber da fällt mir ein, ich kann ja auch was ver... Ah, komm schon.
Ich kann ja auch etwas verkaufen, weil den Schwarzgott hier brauche ich definitiv nicht. Ansonsten würde ich den Rest erstmal behalten, ne? Aber der Schwarzgott hat mir halt nicht viel gemacht, ne? Wobei der Schwarzgott konnte, den Schwarzgott konnte man früher mal besser verkaufen. Nur als deine Anmerkung, früher hat man dafür 100 bekommen. Ich meine, es ist ein neues Spiel mit neuen Regeln und so, aber... Da unten ist Team Violett. Ein Kleinstein, das ist mit Bisasamen kein Problem, weil Bisasamen kann ja Rangnieb und Stein-Pokémon kommen mit Pflanzen ja nicht so gut zurecht, ne? Seht ihr, hätte er nicht mal die Robustheit, hätte er die Sache hier nicht mal überstanden. Das ist nicht sehr effektiv, aber es reicht, um Gleitschutz zu töten. Die Samen reicht Level 11. Tiefeltrüpel, so du dummes Gör, gib mir schon deine Pokémon. Mit ihnen habe ich viel bessere Chancen, den dummen Professor Tan zu besiegen. Los, wird's bald. Hey, du da, hör sofort auf, dem kleinen Mädchen zuzusetzen. Na, sieh einer an, wen haben wir denn da? Den Jungen, der meinen Kollegen geschlagen hat. Haben wir dich nicht gewarnt, uns in Ruhe zu lassen? Bitte, bitte hilf mir, diese böse Frau will mir meine Pokémon. Was, diese böse Frau will mir mein kleines Voltinam stehlen? Achso, ja. Schweig, diese Pokémon ist in meinen Händen besser aufgehoben. Ich sage es nicht noch einmal, lass das Mädchen in Ruhe. Oder was? Denkst du, ich habe Angst vor dir? Dich mit uns von Team Violett anzulegen, ist keine gute Idee. Dummes Kind. Lass dir gesagt sein. Jetzt lauf davon, Kleine, schnell. Mädchen. Oh je, yeah. Du Idiot, du hast mich um ein Pokémon gebracht. Dafür wirst du bezahlen. Ich bezahlen? Wenn dir einer bezahlt, dann du. Eine Herausforderung von Team Violett Rüpel B. Eine kleine Anmerkung von mir, was ihr eventuell ändern könnt. Ich werde dies auch wahrscheinlich mal Wodka sagen. Team Violett Rüpel B. Ja, gut. Ich würde aber lieber den Text ein bisschen länger machen und den Team Violett Rüpel Namen geben. Weil es einfach besser aussieht. Beim anderen war es bei Gelb war es auch falsch. Bei Silber und Kristall war es ja so, dass Team Rocket auch einen Namen hatte. Dann stand da Team Rocket Rüpel Name. Und ich finde, dass es so eventuell besser aussieht als Team Violett Rüpel B. Lichtel wird von Team Violett Rüpel in B in den Kampf geschickt. Ein Lichtel, was ist Lichtel? Ah, den kenne ich ja. Das ist ein Geist-Pokémon, wenn ich mich nicht alles täusche, oder? Los, Bisasam, Rankenhieb-Attacke! Ja, tut gut. Rankenhieb bringt scheinbar gar nichts. Also, beziehungsweise nicht so viel. Kann ich Egelzahn einsetzen? Ja, kann ich. Gut. Ach, stimmt ja, dieses Viech hat Glut. Darum wechsle. Ah, nee, nicht Beutel. Pokémon. Ich wechsle zu JK. Bisasam, okay, komm zurück. Du schaffst es, JK. Immer diese Fluchtwertsteigerung hier, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Kratzer bringt nichts, das war mir klar. Es war aber auch dumm von mir, jetzt überhaupt Kratzer einzusetzen, weil das war ja nicht geplant. Meine Hände waren nur wieder schneller als ich lesen konnte. Ja, genau, Attacke geht daneben, super. Nein, das ist nicht super, aber
Ja, ihr versteht schon. Probier's doch mal mit Blut. Mit was? Ich muss es noch mal probieren mit Blut. Los, jetzt noch mal Blut. Attacke daneben, super. Gibt's überhaupt etwas, mit dem ich hier ja sinnvoll gegen Lichtel kämpfen kann? Hm. Okay, es macht Feuerwirkung ist los, okay. Das ist natürlich nicht so super. Aber Lichtel wurde besiegt. Bisasam hält 63 E-Punkte und JK ebenfalls. Als nächstes wird Traumato und ich wechsle wieder zu Bisasam. Ja, jetzt kommt ein Traumato. Ein Traumato scheint Pokémon von Typ Psycho. Ja klar, gleich Hypnose hier, warum nicht? Ich glaube, ein Aufweck habe ich nicht dabei, oder? Gegengiftpaar. Doch, ich habe einen Aufwecker. Traumato setzt Kilo ein. Ich meine Pfund ein. Kilo. Wieso eigentlich Pfund? Ich verblick's nicht. Hab's noch nie verstanden, wieso die Attacke Pfund heißt. Vor allem bringt sein Pfund auch nicht gerade viel. So, Traumato wurde besiegt. Bisasam erhält 130 E-Punkte. Bisasam erreicht Level 12. Spieler besiegt Team Violett Rüpel B. Völlig ausgeschlossen, wie konnte ich verlieren? Jens gewinnt 309 Pokédollar. Verdammt, wenn ich mehr Zeit hätte, mich mit dir herumzuschlagen, aber ich muss los, vergiss uns nicht. Ja, verschwinde. Wer kommt da angerannt? Jens, schön zu sehen, dass du diesem kleinen Mädchen in Not geholfen hast. Du hast keine Furcht gezeigt, sehr bewundernswert. In der Tat hast du ziemlich gut gekämpft. Du könntest ein ernstzunehmender Gegner werden. Aber dennoch scheint sich die Sache mit dem Kind gelohnt zu haben. Sieh nur, es hat ein Item fallen lassen, als es weggelaufen ist. Tatsächlich, das arme Ding. Erst wird es von dieser Frau bedroht und dann verliert es auch noch sein Item. Du solltest es ihm zurückbringen, Jens. Unsinn, das Balk hat das Item verloren, also gehört es ihm, nicht länger. Du hast die Frau besiegt, also kannst du es auch an dich nehmen. Ich werde das Item zurückgeben. Wie dumm von dir, aber das ist deine Sache. Auf diese Weise wirst du niemals Erfolg haben, das garantiere ich. Ja, ja, verschwinde doch. Gut gemacht, Jens. Das Mädchen solltest du irgendwo jenseits der Höhle auf Route 2 finden. Übergib ihr das Item am besten schnell. Ich zähle auf dich. Ja, ich hätte das Item zwar selbst behalten können, aber ich nehme mal an, wenn ich dieses Item zurückbringe, wird dabei auch was für mich rumkommen. Lebensruder, das macht doch Elektroattacken schwächer, oder? Ja. Wobei, ich finde Lebensruder eigentlich ziemlich schwach als Attacke, muss ich ganz offen sagen. Bisasam hält 96 Erfahrungspunkte. Jens hat Äther gefunden. Gerade eben habe ich mir gedacht, so ein Äther wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt wegen, gerade wegen Rankedieb, weil der Rankedieb ja schon nur noch die Hälfte an AP hat. So, dieses Bisasam hat jetzt, dieses Gleitscher hat jetzt nicht Robustheit als Fähigkeit. Da ist es gleich gestorben.
Gibt's da nicht nur Gleitstein? Ein Onyx gibt's auch. Wie geil. Ein weibliches Onyx. Cool. Bisasama hält 92 Erfahrungspunkte. Ich mache einen Sandan, gibt's auch, wie goldig. Wobei gegen Sandan mache ich Tackle. Vor allem, weil Sandan ja auch nur ein Boden-Pokémon ist und kein Gesteins-Pokémon. Wir machen einfach immer schon weiter Tackle. Das stört uns nicht. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Ist halt so, kann man auch nichts dran ändern. Sandan wurde besiegt und Bisasam erreicht Level 13. Das ist eine Trainerin. Ich respektiere die Natur und dasselbe solltest du auch tun. Ja, ich respektiere die Natur. Das ist eine Aroma-Lady. Aroma-Lady Marlene mit 4 Pokémon. Siehst du, ich hab auch ein Pflanzen-Pokémon, ne? Egelsaum hat keine Wirkung auf Mirabla. Okay, gut zu wissen. Reinknieb wird gegen Mirabla auch nicht viel nützen. Da Mirabla ja auch ein Pflanzen-Pokémon ist. Absorber, in diesem Fall erinnert mich Absorber jetzt gerade mal an den Blutsauger von Zubat. Der hat auch nie viel gebracht. Ich meine, erinnert ihr euch, wer hat im Mondberg gleich am Anfang von Rot und Blau ein Zubat gefangen und es mal gegen Gleitstein eingesetzt? Ich schon. Und der Kampf hat ewig gedauert. Ein Zermurzel. Die Weiterentwicklung von Zermurzel Bladders kommt ja auch in der Bonusfrage der Trainerschule vor, ne? Ein Mehikel. Ich muss sagen, ich habe Mehikel nur sehr selten getroffen. JK hat bis... Jawohl, endlich mal noch eine weitere Attacke. Eine Roselia. Roselia finde ich sehr schön. Das entwickelt sich zu Roserade. Finde ich auch sehr hübsch. Roselia wurde besiegt. JK hat 195 Erfahrungspunkte und erreicht Level 12. Spieler besiegt Aroma Lady Marlene. Du hast die Natur respektiert. Das war der Grund für deinen Sieg. Jens gewinnt 42 Pokédollar, ja toll, danke vielmals. Arme Schluckerin hier. Arme Schluckerin hier. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Viele Leute nennen Route 2 auch die Birkenstraße. Ich muss wohl nicht erklären, wieso, oder? Ja, doch, solltest du vielleicht. Weil das könnte die Birke sein. Da ist doch ein Eingang zur Höhle. Aber ich sehe auch gerade, unsere Zeit ist schon wieder um und deshalb muss ich auch schon mal speichern. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Let's Play Pokémon Violett. Viel Spaß und bis dann!